geklappt. Ich habe ja schon diverse Sachen erlebt rund um das Instagram. Und ich weiß nicht, wie gut die Verbindung ist, weil ich jetzt da eben in einem Vorproduktionsstudio bin. Aber das sieht sehr gut aus. Ja, hallo! Hallo, so gut. Ist schön, dich zu sehen. Sag nicht, gleichfalls. Bist du jetzt daheim? Ja, also ich bin daheim, genau, richtig. Aber hey, wenn ich das, ich bin ja mehr auf Social Media wie du. Das ist ja meine Frage, wie du das schaffst. Und ich habe gesehen, du wärst eigentlich jetzt in der Ferien, gell? Ja, genau, richtig. Ich wäre jetzt gestern mit einer Freundin zusammen auf Malediven geflogen, tatsächlich. Oh. Was bist du für ein Typ, der jetzt ab und zu denkt, oh Mann, jetzt wäre ich da, jetzt wäre ich am Meer, jetzt würde ich ein bisschen planschen? Oder ist das einmal ein Gedanke und dann ist er weg? Ja, ehrlich gesagt, es war ein Gedanke gewesen, und nachher ist er eigentlich weg. Weil ich glaube, oder wir alle zusammen sitzen einfach im gleichen Boot und jeder muss irgendwie verzichten. Und ich glaube, ich würde mich jetzt gar nicht wohlfühlen, jetzt so wegzufliegen. Also weißt, ich glaube, die Situation macht es wie klar, dass das einfach nicht schlau ist. Und das kann man dann immer noch sonst machen. Und du hast uns mal einfach in einem Interview gesagt, dass du, egal wo du bist, eigentlich immer ins Wallis willst. Also, ja, dem, das ist so. Ich bin schon ein bisschen ein Daheimkind, das muss ich schon sagen. Also, ja, aber es ist jetzt schon speziell, oder? Ich meine, jetzt bin ich zwar im Wallis, aber ich sehe trotzdem, darf trotzdem niemand sehen. Ich versuche euch, so gut es geht, von meinen Eltern Abstand zu halten und eigentlich von allen. Also ich versuche mich da euch sehr, sehr strikt dran zu halten. Was heißt du, bist du so in einer kleinen Community, wo du gleich noch die Leute siehst? Weil das machen ja viele, was ich auch recht eine gute Idee finde, so 2, 3, 4 Leute. Oder bist du wirklich ein Zweiter oder sogar allein im Moment? Ja, momentan bin ich allein. Es gibt eine Freundin, die ich immer mal wieder so sehe, aber auch eher auf Abstand tatsächlich. Mhm. Und sonst beschränke ich mich wirklich auch auf die schöne Technik, die wir zum Glück dürfen geniessen und halt auch über FaceTime viel, über Skype, was auch immer. Ich versuche schon ein bisschen im Kontakt zu sein mit den Leuten. Was fehlt dir denn neben sicher den Umarmungen und der Nähe, was fehlt dir denn am meisten jetzt in diesen Tagen? Ja, es ist noch schwierig zu sagen. Mir fehlt ein bisschen Struktur, ehrlich gesagt. Mhm. Oder ich bin seit 12 Jahren, ich kenne das nicht anders, dass ich unterwegs bin, ich habe zu tun, ich habe einen Kalender, der voll ist, ich habe ein Team, mit dem ich arbeite, die mir Sachen in einen Kalender schreiben und dann fahre ich hin und dann mache ich etwas. Und jetzt bin ich so jeden Tag für meinen eigenen Kalender verantwortlich. Und das fällt mir sie ganz leicht, sie geht es gut und sie fällt es mir mega schwer, muss ich ehrlich sagen. Sie stehen irgendwie morgen auf und denken so, wow, okay, was machen die jetzt genau? Hey, aber es sagen ja viele, man soll sich so einen Plan machen. Das machst du nicht bewusst nicht, oder? Doch, also eben, ich mache mir schon einen Plan. Das ist, ich starte tatsächlich meine Tage so, dass ich meinen Kalender fülle. Also, dass ich wirklich mir so selber Terminlinie schaffe, wenn ich sage, keine Ahnung, im Eis tue ich mal eine Stunde Französisch lehren und nachher tue ich eine Stunde Gitarre lehren und mache ein bisschen Sport. Ich versuche so eigentlich meinen Tag zu gestalten. Aber es gibt Tage, wo das gar nicht so einfach ist, habe ich gemerkt. Es gibt Tage, wo einfach wie die Motivation fehlt. Ist es Motivation oder gibt es manchmal einfach so einen Moment, wo es dir einfach langweilig ist? Also ich muss sagen, Langweiligkeit, ich kenne ich nicht als Person. Ich bin ein Mensch, der eigentlich wirklich kein Langweil empfindet, auch wenn ich einfach nur so rumsitze und nichts machen. Das geht mir auch so. Aber ich habe eben gestern mit der Roshan geredet, eine gute Freundin, und sie hat das erklärt, dass man einfach dort sitzt und einfach nichts. Einfach, und zwar nicht irgendwie so ein bisschen extrem melancholisch, sondern dass man einfach nicht weiss, was könnte jetzt machen, durch die Wohnung laufen und so. Und da habe ich gemerkt, das Gefühl kenne ich wirklich nicht. Du in dem Fall auch nicht. Nein, ich im Fall auch nicht. Also ich muss sagen, ich versuche aus der Stille jetzt gerade ganz viel zu ziehen. Also euch das nicht, also so das nicht einfach mal zu sein und zu meditieren vielleicht ein bisschen. Oder ich lese mega viel. Mhm. Es ist so, also weißt, schlussendlich mache ich den ganzen Tag irgendetwas. Auch wenn es tatsächlich am Nachmittag 2 Stunden schlafen ist. Ja, aber ich meine, das ist ja okay. Wenn du nicht raus kannst, den Gang ins Innere, oder? Das finde ich ein ganz schöner Gedanke. Das finde ich auch mega schön, aber ich glaube, ganz viele kennen das, dass man trotzdem das hier so ein bisschen schlechtes Gewissen hat. Also weißt, ich merke, dass es hier mit dem so ein bisschen umgeht und eigentlich geht es mir gut, aber so zwischendrin denke ich so, ja, jetzt muss ich doch, also irgendetwas Produktives muss ich doch eigentlich schaffen. Hey, ich habe aufgehört, mit diesen Leuten Zeit zu verbringen oder zu reden, die so viel machen im Moment. Ja. Das sind ja eben
entsorgen. Du bist ja auch so eine. Du erzählst es gerade von Französisch lernen. Da denke ich so, oh nein, das wäre ein super Plan. Oh nein, es ist ganz lustig. Ich habe nur zwei, weil ich bin sonst, ich habe auch gedacht, okay, jetzt fange ich sonst zu viel an. Aber ich habe wirklich, das sind zwei Sachen, die ich angefangen habe zu lernen. Tatsächlich mit Französisch, mit der Bubble-App und der Gitarre, die ich vorher überhaupt nicht kenne. Also jetzt immer noch nicht, aber ja, aber deine Fans wissen das, wie es mit Gitarre spielen läuft. Das ist jetzt gerade mehrfach als Frage gekommen. Wie läuft es denn so? Also macht es Spass? Machst du Fortschritt? Ja, es macht ernst Spass. Also die ersten zwei, drei Wochen waren eine absolute Katastrophe gewesen. Also für mich persönlich, weil ich habe schon mega lange nichts mehr Neues gelernt, ehrlich gesagt. Du hast ja so der Prozess, irgendwie etwas zu lernen. Und die ersten zwei Wochen waren schlimm gewesen. Aber nur auf das Mal habe ich angefangen, so kleine Fortschritte zu machen. Und das ist ein ganz gutes Gefühl. Und was hat dir die Lust, oder wieso hast du gefunden, das ist jetzt etwas, was du machen möchtest? Weil ich das schon ganz lange wollte. Und ich glaube, vor allem, dass ich immer unterwegs war, hat das immer so ein bisschen aufgehalten. Oder ich bin immer mit Gepäck und Rucksack und das und das unterwegs und habe nie eine Novelle und Gitarre zusätzlich mitnehmen. Und dann fängt man immer wieder von Neuem an. Und jetzt habe ich wie gezwungenermaßen Zeit, das wirklich so jeden Tag. Hast du auch so etwas? Also wie sehen denn deine Tage so aus? Was machst du, wenn du daheim bist? Also gell, ich habe natürlich noch einen Sohn, der ist immer da und das ist, wir machen sicher Spiele, wir gehen viel raus und ich habe jetzt ein Zimmer geräumt, aber wirklich mehr, weil ich fand, nein, es ist so, wir haben einen Wohnwagen am See und ich habe letztes Jahr, wo man das, es ist dann immer so vom April her bis im Oktober, wo man dort sein kann, da habe ich eine Schachtel bereit gemacht mit allen Duvet, mit Kaffeemaschinen, einfach mit allem am See gehört und dann noch gedacht, als ich sie angestellt habe, so ein guter Ort, so ein guter Ort. Und ich habe sie nie mehr gefunden. Ja. Ich habe das ganze Haus auf den Grund gestellt, ich finde sie nicht. Und ich habe sie nicht gefunden. Und wir haben nicht so ein grosses Haus. Irgendwo kommt sie, wahrscheinlich im Winter kommt sie vor. Ja, genau. Aber dann hat es mir mega gut, dass ich wenigstens ein Zimmer aufgeräumt habe. Und sonst mache ich halt Reden ist Gold jetzt da, jeden Tag ein Gespräch, was ich mega toll finde. Ja, tut mega gut. Und sonst bin ich einfach mega viel daheim. Machen auch sehr gerne nichts zwischen dir. Ich glaube, was ganz wichtig ist in der Zeit, ist sich eben, das, was du vorher gerade schon gesagt hast, ist sich nicht zu fast mit anderen Leuten zu vergleichen. Weißt du, ich glaube, wenn du der Typ bist, der das Gefühl hat, so, ich muss jetzt das und ich muss das und ich muss noch 100 Tutorials aufnehmen und noch 30 Sport-How-To-Do und was weiß ich und alles teilen, dann mach das. Weißt du, wenn dir das Bock macht. Aber wenn du Bock hast, am Nachmittag ein bisschen Netflix zu schauen, dann macht, weißt du, ich im Fall auch. Ich finde, jetzt in so einer Zeit, du kannst keine Situation vergleichen. Es gibt Leute, die jetzt mega viel müssen arbeiten und es gibt Leute, die einfach nicht kennen. Und die sollen mit dem umgehen, wie es für sie richtig anfühlt. Und wenn das in absolutem nichts ist, dann ist das genau richtig. Ja, was ich wirklich noch wichtig finde, ist nicht, dass ich glaube einfach, es ist jetzt nicht der Moment, sich selber noch zu optimieren. Also für mich, ich rede nur für mich. Weder sportlich noch irgendwie so einfach irgendwie durchkommen und möglichst gut da durch, glaube ich. Absolut, ich sehe das wirklich auch gleich. Also es ist eben so, dass, klar, weißt, jetzt eben, hat man so das Gefühl, man hat jetzt so Zeit und man muss jetzt irgendwie so, aber das tatsächlich mit der Gitarre und dem Französisch ist so etwas, was ich schon so lange Lust hatte. Und ich habe gemerkt, weißt, ich habe genau gewusst, wenn ich in zwei Wochen mit dem aufhöre, der ist halt dann nicht. Aber jetzt bin ich irgendwie dran geblieben, weil es mir eben doch Spass macht. Und jetzt bin ich froh, dass ich es mache, aber ehrlich gesagt, gell, ich meine, wenn du so ein neues Instrument lernst, ich arbeite da eine halbe Stunde am Tag, dann tut mir so die Finger weh. Ja, das ist so, aber das ist wirklich, wenn so, weißt du, das ist dann auch nachher irgendwie, das behalt ist dann irgendwie, denkst du so, hey, das ist in dieser Zeit entstanden, oder ist das, hat das dort so ein bisschen angefangen. Und wieso denn Französisch? Jemand hat im Bahnhof kommentiert, du kennst sehr gut Französisch. Ja, es ist eben ein bisschen, mein Französisch ist aber recht ein Fake. Meine Aussprache ist eben nicht so schlecht, aber ich habe natürlich im Wallis von klein auf Französisch gelernt. Aber ich glaube, so mit 17 habe ich recht gut Französisch kennen. Und dann aber habe ich halt auf Englisch lernen und nie mehr Französisch gebraucht. Und das ist einfach wie so in den Weiten meiner Hirnwindungen verschwunden. Und darum werde ich das mal wieder auffrischen, weil ich finde Französisch auch so ein schönes Sprache. Ja, mega. Und ich glaube wirklich, das ist etwas, was wir uns alle ein bisschen jetzt als Vorsatz nehmen können. Ich finde, welche Bands zu uns kommen, ich bin so froh, dass wir wirklich sagen, wir machen das Interview Französisch. Ach, schön, ich kann es auch nicht so gut, ich tue mich einfach immer gut vorbereiten. Und es gibt nie, es gibt so viel, irgendwie, man ist ja so grosszügig, auch untereinander, weil irgendwie Französisch ist einfach
für uns alle einfach nicht ganz einfach. Ja, Nick Hartmann ist auch so ganz fest am Üben. Ah, und ich habe auch, also ich bin auch immer ein bisschen dran. Ich bin ein Jahr im Welschen gsi und 4 Monate in Guadeloupe. Und ich konnte super Französisch können, aber ich habe es nie mehr gebraucht, außer die kurzen Interviews am Radio. Und immer wenn dann die wieder gehen, denke ich, oh Mann, ich hab, jetzt könnte ich es. Es ist so cool. Schade, gell? Wenn man wirklich mal Zeit da würde verbringen, wäre sofort da. Mhm. Aber eben, das geht mir genau gleich. Ich habe wirklich, ja, ich brauche es einfach nicht. Mhm. Und trotzdem finde ich es schade, weil es ist eine schöne Sprache. Und eben, jetzt tue ich wirklich jeden Tag so eine halbe Stunde einfach so ein bisschen, echt die Bubble Lessons sind super cool. Eben, gell? Das ist einfach lustig. Ja, ich habe das Tandem gemacht. Ich habe das passt natürlich nicht so gut. Also ich habe mich mit einer Französin von Paris getroffen. Ja. Sie wollte Deutsch reden und ich Französisch. Das haben wir einmal in der Woche gemacht. Das war super. Das ist natürlich jetzt auch vorbei. Ja, das ist unter tandem.ch. Mega cool. Wirklich cool. Das ist eine coole Idee. Genau. Nein, einen Kostprobe musst du uns jetzt nicht geben von dem Französischen. Das ist okay. Ich sage immer am liebsten... Es kommt vom Jürgen, je parle. Ah, sehr gut. Ich sage mal, Savadé schon, das geht schon. Ja. Stimmt immer so mehr als mit. Aber französische Songs sind nicht geplant, oder? Nein, ich habe ein, zwei Mal mit der Angie Ott zusammen gesungen. Mhm. Ah, stimmt. Da haben wir euch französische Songs gemacht. Das hat mir mega Spass gemacht. Das habe ich unglaublich schön gefunden. Französisch singen ist, das ist so etwas Weiches und das fühlt sich richtig gut an. Ja, es ist wirklich so, es tut der Seele gut. Ich finde es auch eine wahnsinnig schöne Sprache. Ja. Sing mein Song, es sind ganz viele Fragen zu Sing mein Song gekommen. Mhm. Unter anderem auch Roshan, die eine Frage für dich weitergeht. Nämlich, was nimmst du mit aus dieser Zeit? Was ist etwas, was vielleicht bei dir auch verändert hat? Ja, spannenderweise darf ich aus dieser Zeit ganz viel mitnehmen. Und ich glaube, das habe ich vorher gar nicht so erwartet. Die Runde war ja wirklich sehr, sehr durchmischt gewesen. Und teilweise Leute habe ich kennt, so wie ein Seven natürlich, ein Steph. Stefanie habe ich euch kennt, aber zum Beispiel ein Francine Jordi oder auch der Loco, mit denen habe ich vorher nicht wirklich Berührungspunkte gehabt. Mhm. Und das sind ganz tolle Erfahrungen und tolle Menschen, die ich hier kennenlernen durfte. Wir hatten unglaublich tolle und tiefe Gespräche gehabt. Mhm. Und eben auch so zu merken, dass man so unterschiedlich ist und dass eben gleich alle gleich geht. Und das ist etwas, was ich mega schön gefunden und etwas, was ich auch noch daran zehren. Also ich habe immer noch Kontakt. Mhm. Wir sieben und haben wir einen Chat? Oder wie ja, genau. Fladenbrötli-Chat. So gut. Wie heißt der? Das ist der Fladenbrötli. Wieso Fladenbrötli? Also es sind 1000 Insider in so einer natürlich. Also, okay, es ist wirklich, es ist so herrlich. Und das sind, ja, es ist einfach schön zu merken für das restliche Leben euch, dass ja, das Vorurteil und Äußerlichkeiten und ja, einfach so Sachen für gar nichts sind. Das ist eben dann, wenn du nachher zusammenhockst und miteinander redest, merkst du, okay, eben die gleich alle gleich. Mhm. Ja, und ich habe einfach so das Gefühl, ich habe euch mal getroffen, Leute, ihr sind ja alles eben entweder solo unterwegs oder in einer Band, aber immer die Frontmann, Frontfrau. Mhm. Und dass ihr wenig so austauscht mit jemandem, der genau die gleichen Gefühle hat, oder? Also sogar bei der ersten, bei deiner Sendung, ich dachte, hey, das könnte ich sein, der irgendwie Radiokollegen trifft oder so. Ich glaube, das ist schon auch noch etwas, was extrem verbindet, wenn man eigentlich ja am gleichen Ort ist, egal welche Musik das man macht. Total. Welcher Stil. Und man hat aber gar nicht so die Chance, so wie du sagst, gell, aber wenn jetzt alle das Gleiche machen und euch, wenn man sich mal so begegnet, man hat ja nie die Chance, mal wirklich so tiefgründig über Sachen zu reden. Mhm. Und nimmt sich nicht die Zeit, weißt du, es bleibt dann oft bei. Es bleibt dann oft bei Smalltalk. Und das ist ja, man hat ja nicht die Möglichkeit. Gell? Genau, so, also ich darf ja nicht irgendeinen Sänger und sagen, wie fühlt sich deine Seele an? Ja, nein, klar. Es ist, und das ist mega schön gewesen. Mhm. Und natürlich, das Musikalische ist für mich halt etwas unglaublich Tolles gewesen. Weißt du, irgendwie so seine eigenen Songs dürfen auf so unterschiedliche Art und Weise kehren, ist mega toll gewesen. Und umgekehrt euch. Und wie war es für dich, wenn du zu Hause geschaut hast? Das war speziell gewesen. Ich muss ehrlich sagen, es ist ja schon relativ fast ein halbes Jahr her gewesen, was gedreht wurde. Und das war mir mega präsent gewesen. Das ist noch krass, weil normalerweise geht alles so schnell und gerade wenn du so Fernsehproduktionen machst, dann bist du so da und ich bin jemand, der immer sehr im Moment ist. Oder? Sobald ich da weg bin,
gehen nachher Sachen in den Hintergrund und man geht weiter und geht weiter. Das passiert ja viel in deinem Leben. Genau. Ja, das ist so. Und ich bin wirklich jemand, ich lasse immer sehr schnell los von Sachen und gehe einfach weiter. Und da, wenn ich es geschaut habe, es war unglaublich präsent gewesen. Und das hat mir mega Freude gemacht, dass ich so nur mal dürfen, ja, da nur mal dürfen sitzen eigentlich. Bist du zufrieden mit dem Resultat? Also es ist ja sicher viel mehr aufgenommen, als man sieht, oder ist gar nicht so viel geschnitten worden? Es ist so viel. Also ich denke, ich wirklich Wochen können füllen mit dem Material. Also die Sendungen haben ja teilweise bis zu 3,5 Stunden gedauert. Und ja, es hat gewisse Gespräche gegeben, wo ich fast Schatten gefunden habe, dass sie draus sind. Mhm. Aber eben, ich kann mir vorstellen, irgendwann musst du halt einfach entscheiden. Teilweise wow. Sachen sind verkürzt worden, teilweise Sachen musste ausschneiden komplett, weil es wieder Rahmen gesprengt hat. Es war wie viel zu tief gegangen. Also ich glaube, da könnte man definitiv noch ein paar extra Shows. Also Pi Weber mal fragen, wie schwierig das war, zum Schneiden. Genau. Hey, wow. Ja, wirklich. Also ich glaube, das muss eine Katastrophe gewesen sein. Ja, wahrscheinlich, weil man Perlen hat müssen. Irgendwo musst du wirklich einfach sagen, nein, es ist zwar auch mega toll, aber Musik findet auch noch statt, oder? Ja, es hat ein Gespräch gegeben, tatsächlich der, bei uns meiner Sendung, wo der Jan mich gefragt hat, wo mich darauf angesprochen hat, dass ich mal eine Bestatterin werden wollte. Mhm. Und ich habe das Gespräch so toll gefunden, weil es ist irgendwann darum gegangen, um meine Grosseltern. Und ich habe gesagt, dass ich sie so unglaublich Mühe habe mit der Art von Beerdigungen. Weil in so Beerdigungen wird er so unglaublich trocken vor sich hingebettet. Und ich habe mich oft mal in so Rage anreden, dass ich mich so aufrege, dass wenn ich meine Grosseltern begrabe, dass ich muss beten, dass sie von ihrer Sünde befreit werden. Und ich habe mich so in Rage geredet und bin so in dem Thema gewesen. Und das hat nachher wie, oder es hat aber wieder den Rahmen gesprengt. Mhm. Und das sind so kleine Sachen, die einfach wie fehlen. Aber jetzt sagst du hast mal Bestatterin werden. Ich habe gemeint, du hast mal Hebamme werden. Ich wollte alles werden. Ah. Also ich habe mit 16 Bestatterin werden und in meiner Krise mit 25, wenn ich das Gefühl hatte, es ist alles ein bisschen zu viel und was wollte ich eigentlich machen, dann habe ich mir überlegt, was wäre die Sachen, die ich gerne mache. Und da bin ich tatsächlich bei Schreinerin und Hebamme bin ich so dazwischen gewesen. Das waren jetzt einfach die Jobs, die ich mir super könnte vorstellen könnte. Mhm. Und aber ich hatte nachher eine Probe mit meiner Band und dann war es relativ schnell wieder fix gewesen, dass ich doch will singen. Aber Bestattung war dann nie mein Thema gewesen. Also das ist, oder bist du nicht mehr seit du an Beerdigungen oder ist das einfach weg? Nein, oder? ich bin mit 16 einen Vortrag gemacht über das Bestatten und bin dann im Wallis bin mal Bestatter gewesen und habe relativ schnell festgestellt, dass ich viel zu sensibel bin für so einen Job. Dass mich das, ich könnte das gar nicht gut auf die Tür trennen. Aber hat er es dann mit dem Glauben seit du, oder ist es einfach etwas, wo bei dir etwas auslöst? Was meinst du jetzt, was bei mir ist? Ja, wenn du sagst, so bei der Beerdigung, dass du das so speziell findest, dass man quasi für die Sünde muss beten. Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass Beerdigungen moderner werden und dass Beerdigungen schöner werden und dass Beerdigungen mehr Grund zum Feiern hätten und nicht so die... Ich bin ein sehr, sehr gläubiger Mensch, muss ich dazu sagen. Wirklich unglaublich und ich glaube auch an ein Leben, an ganz viele Sachen, aber die alten Gebete, die sind so voller Leiden und voller Trauer und das finde ich einfach sehr, dass die Menschen, die da gehen, das gar nicht verdient haben. Ich finde, da müsste man viel mehr für die Seele beten, dass die jetzt so ein schöner Ort ist und nicht, bitte erlöse mich vom Bösen. Und ich meine, so ein Scheiß. Ich habe am Karfreitag mit dem Claude Bachmann geredet. Er macht viel für Jugendarbeit und ist jetzt im Theologiestudium und er hat ganz ähnlich gesagt, also er ist natürlich gläubig, aber auch, dass so die Kirche so in die, halt ins 2020 kommt, so ein bisschen, oder? Dass es auch der Zugang, ich meine, gerade jetzt wäre es ja eigentlich eine riesige Chance. Also wir brauchen ja immer ein bisschen Halt. Es ist so spannend, weil Religion ist ja das, oder? Es geht doch darum, es war ein Halt zu haben, genauso wie du sagst. Es geht doch darum, dass man Gemeinschaft hat, dass man etwas glaubt, dass man Vertrauen schafft. Und das ist doch das, was wir im Leben brauchen. Vertrauen, dass die Sachen, die passieren, einen Sinn haben, einen Grund haben. Mhm. Und die Kirche hat die ganz viele Chancen, da eine Zuflucht zu bieten für ganz viele Menschen. Und die müssen auch kommen bei 22, finde ich ganz fest. Also ich setze da voll auf den Claude, der da eine Masterarbeit macht. Und das so. Ist schön. Und glaub,
Und glaube wirklich, also, dass sehr bei ihm auch ankommt. Das finde ich auch wichtig, dass Leute, die sehr nahe sind beim Glauben, dann das halt auch so können, an der richtigen Stelle deponieren, oder? Ja, genau. Genau. Irgendwie Fragen sind vielleicht auch zu Liebe. Was erfüllt dein Herz am meisten mit Liebe? Ah, so viele Sachen, ehrlich gesagt. Also natürlich meine Freude. Mhm. Wo ist er denn jetzt? Du bist allein? Also ist er, ah, doch, also der ist schon, der ist im Homeoffice, ja, ja. Ah, okay. Aber ja, Liebe, Menschen tatsächlich, Menschen, Sachen, die wir machen, die Natur erfüllt mich mit Liebe, mich erfüllt extrem mit Liebe, was für schöne Sachen Menschen jetzt gerade in so Zeiten machen. Ich habe das Gefühl, es entsteht ein ganz neues Bewusstsein für fremde Menschen. Also weißt du, für andere Menschen. Ja. Oder? Und, weil sonst geht man immer so seinen Weg und man ist immer so ein bisschen konzentriert auf sich selbst und sein Umfeld vielleicht. Und jetzt auf einmal tut man so die Augen auf und man realisiert, wow, es gibt so viele Menschen, die jetzt gerade in jeglicher Hinsicht betroffen sind. Und man will helfen, man will irgendwie unterstützen, man will Gutes tun. Und das erfüllt mich mit Liebe, das jetzt zu sehen. Das geht mir ganz ähnlich. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich das Gefühl habe, es haltet an oder nicht. Nachher, was hast du das Gefühl? Mega schwer zu sagen, gell? Es ist, ich hab das Gefühl, es ist so wie immer. Es gibt Menschen, die das definitiv prägen. Es gibt Menschen, die jetzt etwas daraus lehren und wo merken, dass hier ganz viele Menschen sind, wo alle unterschiedliche Wege haben und trotzdem sind wir halt alle verbunden. Und es gibt Menschen, die einfach genauso werden und weitermachen wie vorher. So Sachen, glaube ich, brauchen immer Zeit. Ich glaube aber trotzdem, ich glaube an die Liebe. Und ich glaube daran, dass vor allem, wenn ich also die Jugend erlebe und die Kids erlebe, die sind irgendwie, sind die offener. Und die sind irgendwie mehr Durchblick, als ich, wenn ich ein Kind war. Die sehen irgendwie mehr das Grosse. Und das, was wichtig ist. So ja, genau. Und da drin setzt sich unglaublich viel Hoffnung, dass die Generation immer wie mehr Liebe in sich trägt. Du bist jemand, der das extrem lebt, auch mit der Liebe, nicht nur an den Konzerten, aber auch dort kommt ganz viel über. Ich habe letztes Jahr noch mit der Sina geredet. Sie ist übrigens nachher am 7. im Punkt. Ein lieber Gruß an meine Walliser Schwester. Oh, so schön. Das ist noch ganz, ganz ein lieber Grüß. Auf jeden Fall ein super schöner neuer Song. Wenn der Punkt C kannst hören oder im Sommerwind heißt es, mega schön. Das habe ich auf Instagram schon gesehen, aber ich habe ihn nicht gehört. Da freue ich mich drauf. Ist mega schön. Und sie hat sich zum Beispiel auch stark gemacht dafür, dass man gerade Blut spendet jetzt in dieser Zeit. Ja. Ich habe gesehen, du hast für UNICEF einen Post gemacht. Ich meine, eben, du bist jemand, wo viele Sachen beobachtet, natürlich auch weltweit und so weiter, und eigentlich überall will helfen und das auch machst. Aber wie entscheidest du für dich? Oder wie verreisst dich das manchmal nicht fast? Wenn du, ich kann mir vorstellen, dass du jeden Tag am liebsten einen Post würdest machen, für irgendetwas zu zeigen, hey, da wäre auch nötig, dass man hilft. Wie machst du das? Wie handelst du das? Das ist echt schwierig tatsächlich. Vor allem, weil ich auch viele Anfragen bekomme. Und ich bin jemand, der wirklich, wie du sagst, am liebsten würde ich überall helfen. Oder? Es gibt so viele Menschen, Tiere, Natur, die Menschen überall, von der Schweiz bis hin zu Afrika. Also ich meine, die Hilfe nimmt ja gar kein Ende. Ich persönlich habe mich einfach irgendwann müssen entscheiden. Und für mich sind so meine Fokus sind Kinder. Ich finde, Kinder, ja, das ist unsere Zukunft. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als Kinder, die müssen leiden, die ohne Liebe aufwachsen, die ohne Essen oder ohne medizinische Versorgung müssen aufwachsen oder ohne Schule. Das ist das, was mir das Herz bricht. Klar, da kommt wieder die Frage. Da könnte ich jetzt Stunden darüber reden. Oder? Genauso geht es mir eigentlich mit Tieren. Oder dass wir nicht selten für die Natur einsetzen. Aber ja, also irgendwas war ich mir entscheiden. Und für mich sind Kind halt die Zukunft. Und darum ist es so UNICEF, Plan International, die Schweiz, wo ich Sachen versuche zu machen. Die Sternenwoche, die ja leider ja auch ausgefallen ist. So Sachen, die ich mir einfach versuche zu entscheiden. Und privat spende ich halt immer mal wieder hier und da was eben gerade etwas braucht. Aber ich glaube, wenn jeder so etwas würde auslesen,
Dann würde ich, glaube ich, viel abgedeckt werden. Ja, ich auch. Ist das etwas, was dich auch antreibt, dass du auch weißt, wie viel Einfluss du kannst haben, also wie viel Gutes du auch kannst auslösen mit dem, dass du dich halt auch für etwas stark machst? Es ist immer schwierig zu sagen, wer man schlussendlich wirklich kann erreichen kann. Aber ich glaube, mir ist das Privileg bewusst, dass ich eine Stimme habe und dass ich Menschen darf erreichen und dass mehr an mein direktes Umfeld. Und ich glaube, das ist das, für was ich sehr dankbar bin und was ich dann versuche zu nutzen, dass ich einfach immer mal wieder darauf aufmerksam mache und sage, das, ich weiss, momentan ist hier auch gerade alles ziemlich schwierig, aber jetzt darf man halt gerade nicht vergessen, dass das gleichzeitig alles immer noch weitergeht. Mhm. Und eben genau die Kinder zum Beispiel jetzt, ja, nur ein Beispiel, in Afrika, denen geht es immer noch schlecht. Mhm. Und man vergisst es. Man hat halt alles andere viel präsenter im Moment. Das ist auch so. Extrem wichtig, dass man das auch immer mal wieder wirklich hört. Das genau, ist, ja. Das bin ich auch bei euch. Genau, das ist extrem wichtig. Ja, es gibt noch so viele Fragen, aber was ich mit dir auch noch besprechen wollte, bevor ich noch zum anderen komme, wie siehst du das mit, weil das bespreche ich nachher auch noch mit der Sina, es gibt jetzt ganz viele Musikerinnen und Musiker, du hast auch für Balois-Session, glaube ich, etwas gemacht, Livestream. Ja, genau, richtig. Wie findest du, Sina hat das einmal angesprochen und sie mich auch sensibilisiert, es ist ja eigentlich auch ein bisschen gefährlich, vor allem, weil keine QR-Code unten dran sind. Oder weil das ja jetzt eigentlich von dem, wo ihr hauptsächlich lebt, die Live-Konzerte, ihr das quasi auch noch verschenkt. Und die Gefahr ist doch da, dass dann die Musik noch weniger Wert bekommt. Ich finde das auch euch ernst gefährlich und es ist ernst schwierig. Es ist euch ernst schwierig, eine Meinung da zu bilden, weil jetzt hat es ganz viele Live-Konzerte gegeben, Wohnzimmerkonzerte und ich würde niemals. Ja, das irgendwie mindern, weil ich finde es mega schön. Ich finde, glaube ich, auch unserem Grund, warum das entstanden ist, ist schön gewesen. Ja, das ist halt darum, ich auf dem Boden sitze. Ja, ich bin jetzt ganz gerne im Boden. Im Schneidersitz, oder wie? Ja, genau. So gut. aber tatsächlich ist das für mich auch ein bisschen der Grund gewesen, warum ich das bis jetzt nicht gemacht habe. Weil ich wollte nicht, dass das auf einmal so... Ja, selbstverständlich ist. Wird, weil es ist ja für uns, oder also ich kann es von mir reden, ich seit 12 Jahren darf ich das machen und ich stecke so viel Arbeit und so viel Geld in der Job und so viel, dass das qualitativ hochwertig ist und jetzt wollte ich aber eigentlich nicht, dass das auf einmal nur noch gratis, einfach so ganz schnell im Wohnzimmer so normal ist. Und darum, ich finde das auch extrem schade tatsächlich. Also ja, nein, nicht schade. Ja, ich verstehe. Es ist Musik, wo ihr tut mega viel Gutes, weil es berührt natürlich die Seele und ist jetzt umso wichtiger. Aber ich finde aber manchmal schon, man vergisst dann einfach auch, dass es auch am Ende des Tages eure Rechnungen zahlt. Und es ist eben schon so. Also ich muss ehrlich sagen, jetzt bei der Balois-Session, ich bin gerade zurück, ich muss gerade mein Handy aufladen. Darum bin ich hier so rumgewudelt. bei der Balois-Session habe ich es mega schön gefunden, weil ich die Chance hatte, in ein Studio zu gehen. Und dann habe ich die Balois-Session hat Geld gezahlt. Und das habe ich mega schön gefunden. Das heisst, ich habe meinem Gitarrist und ich habe meinem Techniker etwas zahlen. Und das ist halt genau das, was ich finde. Wir haben jetzt bis im August auf jeden Fall mindestens Konzertverbot oder einfach grössere öffentliche Veranstaltungen. Wir müssen jetzt Wege suchen, dass man trotzdem Ischelika zahlen kann. Weil wenn ich an meine Band, an meine Crew denke, weißt, es ist halt auch einfach, dass ich mich jetzt, also nehmen wir mal euch, ich könnte super Gitarre spielen. Wäre es natürlich auch super einfach, wenn ich jetzt einfach hier das Handy auf ein Stativ, die ein Gitarre spielen, ein bisschen singen und das ist ja auch nett. Aber ich habe so eine grosse Crew und eine Band und das Management und Leute, die von dem eigentlich leben. Und die haben ja von diesen kleinen herzigen Auftritten gar nichts. Also nichts. Das stimmt. Und das ist das, was finde ich nicht vergessen darf werden. Oder der Frontmann, der schöne Sachen macht. Das ist eins und das ist mega herzig und das ist schön. Aber das ist eine komplette Branche, die jetzt gerade arbeitslos ist. Und das für mehrere Monate. Und in meinem Umfeld habe ich Menschen, die wirklich grundsätzlich von der Hand ins Müll leben. Und wenn man jetzt denen sagt, bis im August ist fertig, das ist beängstigend für viele, viele Menschen.
Gibt es denn irgendeinen Lösungsvorschlag oder eine Idee? Also klar, man kann QR-Codes angeben. Ach, ja, genau. Walliserdeutsche finde ich die herzlich so. Der Ischi ist am Schauen, mein Tourmanager. Der weiss einfach, von was ich rede. Und welchen ist das? Der Starfish GmbH. Undercover. Mir sagt er immer, er sei nicht auf Instagram und nicht auf Facebook, aber heimlich ist er überall dabei. Ischi, schau, dass wir da schwätzen. Hey, aber gibt es irgendeine Möglichkeit? Also weißt du, dass man das also mit QR-Code oder... Ich finde schon nur die Sensibilisierung für jeden, der zuschaut, weil ich habe auch schon Nachrichten bekommen von grossen Fans, die sagen, hey, ich hätte noch so gerne, zum Beispiel wie der Caroline Schümmer, ich hätte noch so gerne irgendetwas gezahlt, aber bis ich dann zu dem QR-Code gekommen bin und so weiter, ja, genau. Man hat 5 Mails gebraucht und wer macht das schon? Ja, das ist genau das. Ich glaube, jetzt, ja, ich meine, wir sind 2020. Ich glaube, es gibt Möglichkeiten. Und da müssen jetzt Leute dran, die auf jeden Fall technisch versierter sind als ich, die jetzt eben Lesungen finden. Weil ich habe auch das Gefühl, dass die Leute gerne etwas würden zahlen. Glaube ich meine, das muss nicht der Vollpreis sein, aber eben gerne irgendetwas zahlen. Ich weiß doch nicht, ich habe jetzt gerade gesehen, der Sido hat jetzt gerade ein Tourplakat rausgebrungen in Düsseldorf. Machen Sie jetzt ein Konzert im Autokino? Oder ich glaube... Aber die kann man gehen, klar. Ist genau, im eigenen Auto. Okay. Auto. Es sind 50 Autos, glaube ich, haben Platz. Jeweils 2 Personen im Auto und da zahlst du Eintritt. Und aber was ich halt immer toll finde, ist, dass er natürlich der mit der Band und seiner Crew da ist. Das heisst, jeder wird gezahlt, nicht nur er. Eben genau, das ist schön. Und ich glaube, die Sensibilisierung muss bewusst werden. Dass, weißt, vor allem sind es ja oftmals nicht die Frontleute, die das Geld brauchen. Jetzt gerade in der Situation. Techniker, Licht, alles. Das hängt alles zusammen. Genau, das hängt halt alles zusammen. Und das ist halt genau das, was da braucht es jetzt unbedingt Lesungen. Vor allem, weil ich muss sagen, gell, jetzt gibt es natürlich gerade ganz viele Touransagen für im Herbst und hier. Und im Herbst gehen wir auf Tour und wir haben jetzt alles im Herbst verschoben. Also, ich weiß nicht, ob man im September, ich meine, wir haben April, ich weiß nicht, ob man im September einfach 3000 Leute wie Sardinen wieder in eine Bixa stellt. Bin ich auch skeptisch, ich hoffe es zwar, aber... Ich hoffe es auch, ich meine, ich muss glaube ich nicht erklären, wie fest ich das vermisse, zu spielen. Aber ich glaube, ich hoffe ganz fest, dass sich ganz viele Leute, die da wirklich technisch versiert sind, oder auch vielleicht, klar, die Winter kann man immer, also ich würde dann noch mit dem Dodo telefonieren, weil er hat heute den Song vom Tag bei uns und so. Das ich glaube, es ist einfach auch wirklich wichtig, dass ihr auch untereinander genug sensibilisiert sind und Wege suchen, aber auch... ja, ich meine, auch Radiostationen und so weiter, dass man sich einfach bewusst ist. Alle zusammen, dass man sich bewusst ist, ist Arbeit. Und jetzt trifft es, wir spielen deutlich mehr Schweizer Musik. Das ist mega schön, das habe ich gesehen. Finde ich auch extrem wichtig. Das ist das, was wir können, oder wir können ja nicht Maurer unterstützen oder den Schreiner aktuell, sondern wir können das unterstützen, was nahe ist, und das ist Musik. Und das finde ich schon, wenn da alle ein bisschen in die Richtung, vor allem einfach mal sensibilisiert sind und dann hey, gibt es irgendwo eine Twint-Möglichkeit, einen QR-Code und dann das auch. Ja, weil es erfüllt einem ja auch mit Glück und es ist schön. Und dann habe ich das Gefühl, wenn am Schluss noch so ein Code eingeblendet wird, dann tust du doch noch etwas überweisen. Ja, voll. Ich habe auch das Gefühl, dass das da auf jeden Fall Möglichkeiten und Lesungen gibt. Und genau wie du sagst, da müssen wir halt jetzt einfach ein bisschen zusammenheben. Und das eben so die kleinen Wohnzimmerkonzerte bis jetzt, die sind nett gemeint und schön und da hat ja noch niemand gewusst, dass das jetzt ja, so lang wird gehen. Ja, gerade, genau. Aber jetzt, glaube ich, neue Schritt weiter. Es soll nicht selbstverständlich werden, weil das ist nicht. Und das ist auch gefährlich, genau. Stefanie, die meisten Fragen sind gekommen rund um deine Frisur. Und ich mag mich erinnern, du bist mal bei mir, wir haben deine 10 Lieblingssongs aufgezeichnet. Und das ist mir so geblieben. Dort habe ich gesagt, nein, musst du ein bisschen von höher fetteln und so, dann sehe ich schlanker aus. Und du hast mir gesagt, hey, du bist doch absolut okay, so wie es ist. Und ich habe mich jetzt so klein habe ich mich gefühlt. Und dachte, hey, Mann, ey, echt, ich bin wirklich, jetzt bin ich irgendwie wahrscheinlich fast doppelt so alt wie du. Nein, nicht ganz, aber... Und mache mir immer noch so Gedanken. Und du, das ist so ein wichtiger Punkt für dich, also von dir, wo ich auch finde, wo deine Message so wichtig ist, dass man sich eben so annimmt, wie man ist. Also das ist ja auch eine grosse Message von dir. Und jetzt kommen so viele Fragen zu deiner Frisur. Wie ist das jetzt für dich? Also mal gerade, bevor ich weitermache, Judith, ich finde, du bist eine wunderschöne Frau. Ganz ehrlich. Aber ich habe es nicht wegen dem gesagt. Weißt, ich weiß absolut, danke, was du meinst. Und ich kenne ja das Gefühl. Ich meine, ich bin ja auch in der Branche. Und es ist so...
Licht, also dritt kriegen und so das Gefühl zu haben, man muss jetzt irgendwie so dritt passen und wenn ich so von oben, ist aber der Glibe jetzt schöner, aber wenn ich jetzt so unten und weißt, es ist, oder es ist ja höher, es sind halt teilweise also einfache Tricks, man hat mittlerweile so viel Filter und Zeug und es macht es allzu einfach. Wobei bei Insta Live gibt es glaube ich keine. Nein, genau. Hat keinen entdeckt, gell. Auf jeden Fall, aber ich beschäftige mich schon endlang mit dem, weil ich selber ein unglaublich unsicherer Mensch war. Ich habe mich nie schön gefunden. Ich habe ein Problem mit mir selbst. Und ich habe irgendwann, aber ich hatte auch die Bandscheibenvorfall und gesundheitlich recht mühe. Und ich glaube, da hat es mir einfach bewusst gemacht, dass das unfair ist. Das ist einfach unfair. Mein Körper leistet tagtäglich so viel. Und da ist einfach mehr, wo keine Ahnung, Brust und Haar und was weiß ich. Und das mit meinen Haaren ist tatsächlich, so einen unglaublich lustigen Wirbel habe ich entdeckt, seitdem ich das Haar ab habe. Ich habe wirklich einfach Lust gehabt. Und ich habe in dem Album All We Need Is Love so viel den Leuten gepredigt, macht das, was auch gut tut. Und ihr müsst auf auch selber hören und seid mütig. Und dann habe ich irgendwann gefunden, du bist ein Heuchlerin, Stefan. Ich tue das ja selber nicht. Und dann habe ich gefunden, ich habe das schon seitdem ich, glaube ich, 17 bin auf meiner Lebens-To-Do-Liste, dass ich mir den Kopf will rasieren. Cool. Und hast du keine Ahnung, wer das kommt? Oder ist das... Nein, ich kann dir es nicht sagen. Es hat wie ganz viel Gründe. Es hat, glaube ich, auf einer Seite der Grund gehabt, dass ich das mal spüren wollte. Die Einfachheit. Ich mache das so gerne. Mein Bruder hat das früher immer gehabt. Ich habe es so geliebt und dann von hinten gell? So, es ist so gut. Also, weißt, ich greife mir selber die ganze Zeit an den Kopf jetzt. Oder? Es ist irgendwie so das Gefühl. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, immer wenn ich Foto mache mit Haar, dann bist du immer noch so am Haar zu machen, oder? Weil die Haare machen so viel mit deinem Gesicht. Das hat mich gestresst und auch genervt. Und für mich selber wirklich einfach so, Stefanie, das bist du, das ist dein Gesicht. Also face it, so, das ist, es gibt kein anderes. Ich weiss von Martin Dürer, Martin Coiffeur, weil alle haben das Gefühl, er hat dir das so ein bisschen eingeschreit, dabei hat er eigentlich im ersten Moment eher so gefunden, bist du sicher, dass du das hast, gell? Ich habe den Martin, glaube ich, anderthalb Jahre darauf vorbereitet. Ich habe ihm das irgendwann mal gesagt, aber vor anderthalb Jahren haben wir gesagt, Martin, ich glaube, ich will eine Glatze. Und dann wird er fast einfach flennen. Der hat wirklich wie so, das kannst du nicht machen. Und dann haben wir immer mal wieder darüber geredet. Und bis zum Schluss hat er es nachher cool gefunden. Wie oft, ist auch noch eine Frage, die finde ich auch noch spannend, wie oft hast du Komplimente bekommen für die kurzen Haare und hast aber am Blick oder einfach an der Mimik gemerkt, im Herz denkt die Person anders. Wie ist das, wenn das ist sicher erlebt, kann ich mir vorstellen. Ja, es ist noch spannend, weil ich hatte das Gefühl, dass so die, die mir nachstehen, die haben das super gefunden, weil sie merken dann, wie unglaublich wohl ich mich fühle. Die haben das super gefunden. Tatsächlich bei meinem Freund war es so, dass ich ihn ehrlich gesagt gefragt habe. Ich habe mir gesagt, wenn du das wirklich ganz schlimm findest, ich meine, wir sind in einer Beziehung, dann, weißt, ich finde, das ist mir gleich noch wichtig, die Meinung. Und er hat gefunden, also ich meine, wenn das für dich stimmt, dann stimmt das für mich. Und das war irgendwie die richtige Antwort gewesen. Absolut. Der richtige Macher wünscht. Ja, voll. Und es geht. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das habe ich gar nicht so, dem habe ich nicht viel Beachtung geschenkt. Wenn das jemand nicht gut findet, ist mir das einfach gleich. Weil ich, weil es einfach... Das glaube ich, du bist an dem Punkt, also ab, das nehme ich dir 100% ab. Oder ich kriege viele Kommentare, so, oh je, bist du jetzt hässlich mit diesen Haaren? Und ich finde so, ich bin einfach nicht... Ja, das ist ja nicht schlimm, das ist natürlich Internet, gell? Aber ich finde einfach, ich bin nicht auf dem Planet für Frau hübsch zu sein. Das bin ich einfach nicht. Und jeder Mensch, der mich kennenlernen will und irgendeinen Bezug dazu hat und will wissen, was für ein Mensch ich bin, der wird das wissen finden. Aber damit haben meine Haare nichts zu tun. Und das Spannendste ist, und das werde ich wirklich gerade sagen, ich habe lange Mühe mit meiner Weiblichkeit. Ich habe mich lange, also in meiner Pubertät, als inneren Botsch gesehen, also als ein Bub, als ein, wie sagt man das, ein Giel. Und habe meinen Körper nicht für sehr weiblich empfunden. Und das ist krass, ich habe mich, seitdem, dass ich die kurzen Haare habe, habe ich noch nie in meinem Leben so weit gefühlt.
weil ich ein anderes Bewusstsein habe für meine ganze Gestalt, für mein, ja, mein Wesen. Es ist wie gleich. Es ist mega berührend, was du gerade erzählst. Was, also meine Tipps sind immer schwierig, aber was denkst du? Ich weiß zum Beispiel, mein Gottemädchen, der grösste Wunsch ist, dich mal zu treffen. Jetzt dich mal treffen, bei Radio Argovia schon länger. Und sie, hat, sie ist die Einzige in der Klasse, die Brille hatte. Und ihr hat das so mega gut getan, dass du so die Brille hast. Ist das schon wie bewusst gewesen von dir, dass du so ein eine Vorreiterrolle hast? Oder hat das jetzt gar nicht mit dem anderen zu tun? Es ist... Ja, das ist noch spannend. Ich habe mich das halt sehr euch gefragt, von wo das so ein bisschen kommt. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin immer so zwischen unglaublicher Unsicherheit gewesen. Und aber trotzdem ist mir bewusst gewesen, Stefanie, du siehst ja so uns, weil das, also hat ja einen Grund. Ich habe die Klamotten, die ich trage, und Garo auch, die Brille, ich sehe einfach nichts ohne. Also weißt du, es ist wie, das hat ja alles einen Grund. Und ich habe mich schon einfach früh dagegen geweigert, auch wenn das nicht bewusst war, dass ich mich da will verstellen will. Weil das sind ja endlose Möglichkeiten. Der, was will der sein? Weißt du, es ist wie, mir ist bewusst gewesen, dass alles, was ich jetzt probiere zu sein, mit dem wird es nicht besser. Es wird nicht besser, wenn ich jetzt mir die Brust vergrößere. Es wird einfach nicht besser. Der ist cool. Der hat einfach 100 Typen, die mir nur noch auf das Deckelte schauen. Ist das, was ich will? Ja, nein. Sicher nicht. Also, du willst dich zeigen, oder? Ich will ja mich zeigen. Ich will ja uns finden. Was bin ich für ein Mensch? Und ich meine, ich habe mit 18 gesagt, ich werde in meinem Leben keinen Rock anlegen. Rack finde ich furchtbar. Und 4 Jahre später liebe ich Rack. Also, weißt du, man entwickelt sich weiter. Und ich finde, es ist einfach so unglaublich wichtig, der Entwicklung Raum zu geben. Aber nur scheinen an und nicht eben von außen an. Und wenn jemand mal sagt, ich probiere doch das mal an, das steht dir sicher super. Dann probier es doch mal an. Und weißt du, so ein bisschen die Offenheit zu sich selbst und das auch nicht so streng sein. Weißt du, wenn mal etwas daneben geht. Oder? Ich meine, ich habe auch Looks, die ich in meinem Leben auf der Bühne gedreht habe. Und ich denke, so stimmt. Da hat irgendein Stylist zu sagen, ja, meint mit dir. Aber das ist doch wie okay. Aber hast du überhaupt noch einen Stylist? Ich habe das Gefühl, du weißt so genau, was du willst. Nicht mehr, nein, ich habe definitiv keinen Stylist. Mit denen habe ich mich leider immer in die Haare bekommen. Weil, ja, weil es geht Schluss. Es fängt immer an mit, ich weiß genau, was du meinst. Ich verstehe dich voll. Und bis hinzu, da sind sie beleidigt, weil ich es eben dann nicht anlege. Und das ist so. Es ist ernst schwierig, weil ich finde, es ist eine Aufgabe, sich selber zu lieben. Das ist nicht, das ist nicht einfach. Und ich finde das traurig, das müssen zu sagen. Weil. Ja, weil man einfach zu viele Vergleichsmöglichkeiten hat. Aber ich glaube, wenn man anfängt, jeden Mensch zu lieben, und das klingt super kitschig, aber jeden Mensch zu lieben für das, was er ist, für die Einzigartigkeiten, dann kann man sich selber lieben. Weil ich kehre euch zu diesen Einzigartigen, wie jeden anderen. Und das macht es doch uns. Jeder hat... Weißt, ich finde es so spannend, wenn jetzt, keine Ahnung, ich hatte das letzte Mal gerade irgendwie einen Kollegen von mir, die hat auf jeden Fall ein paar Kilo mehr als ich, eine wunderschöne weibliche Frau, und das finde ich jetzt so, du bist so dünn. Und dann sage ich, ja, ich bin dünn, super, keine Ahnung, du hast mega schöne Haare. Weißt du, das hört ja niemand auf, wo genau. Man ja immer das, was man nicht hat. Und ich glaube, das ist schlussendlich die Frage, die man sich stellen muss. Wenn, eben so wie zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt größere Brüste hätte, geht es mir dann wirklich besser? Ja. Und die Antwort ist immer nein. Ja, ist so. Und was ich auch noch wichtig finde, was du gesagt hast, ist eben andere Leute. Ich glaube nämlich wirklich, es gibt nicht Leute, die schlecht, also weißt, böse oder gute Menschen. Ich glaube, und ich bin so überzeugt davon, wenn man die Geschichte von den Menschen kennt, dann kann man es gegenüber eigentlich nur gerne haben. Man muss sich aber einfach können mit der Geschichte auseinandersetzen. Und die Chance ist natürlich auch nicht immer. Natürlich gibt es Sympathien, Leute, die sympathisch sind und andere weniger. Aber wenn du wirklich hinter dem Menschen siehst und Geschichte, dann wäre für alle einfacher, glaube ich. Es ist ja so. Und ich glaube auch dadurch, weil du sagst, man hat ja nicht immer die Chance, hinten dran zu schauen. Aber wenn man jemandem begegnet und sich bewusst macht, dass alles einen Grund hat. Also auch wenn ich jetzt einem Menschen begegne, der unglaublich distanziert ist und eine Mauer aufbaut, der hat euch das einen Grund. Der wird etwas erlebt haben, was das so weit hat gebrungen. Und das Einzige, was doch
kann funktionieren, ist dem mit Liebe entgegenzugehen. Mhm. Mhm. Ja, ich habe auch jemanden, wo ich immer Mühe hatte und eben dachte, wieso kann man immer gerade so betüpft und so eingeschnappt sein? Mhm. Und irgendwie in einem Moment hat die Person mir geschrieben, hey, das ist ein Ball, ich bin manchmal einfach so einsam. Mhm. Und darum reagiere ich vielleicht so, wenn jetzt ich das Gefühl habe, du hast mich nicht gefragt für mich an ein Konzert, dabei habe ich es irgendwie öffentlich geschrieben, ich bin dort und dort und die Leute sind einfach gekommen, weil ich das geschrieben habe aus dem Umfeld. Mhm. Und ich habe niemanden verletzen wollen mit dem. Und dann sind sie tot, dann kam ich so, ja. Also jeder hat so sein... Es ist unglaublich, da gibt es so viel. Ich kenne das von mir selbst, dass ich zum Beispiel, wenn jemand in meinem Umfeld schlechte Laune hat, mhm. dann tue ich das sofort auf mich. Also das ist jetzt so meine Schwäche. Mhm. Ich tue das sofort auf mich, ich suche sofort den Fehler ja, in mir. Kenne ich. Mhm. Und dann werde ich irgendwie dann werde ich komisch. Mhm. Und weißt du, das hat auch Grund. Das hat einfach, weißt du, das hat alles Grund. Mhm. Alles hat einen Grund. Es ist immer spannenderweise meistens irgendwas, was noch Kindheit. Mhm. Und das ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Die Sachen kann man anschauen, man kann dann mit Liebe begegnen. Es ist einfach ein Teil von einem. Genau. Ich finde aber auch wichtig, dass ich kenne so Leute, die dann so Therapien machen und am Schluss sind immer die Eltern wie die Schuld. Ja, ich meine, ich glaube, wir alle machen das Beste. Ich denke, hey, unser Sohn wird auch mal sagen, hey, du hast dir das. Also, wenn man so will. Aber sie haben das Beste gegeben, was sie können, oder? Ich glaube auch, dass es definitiv sicher Leute gibt, die an ihren Eltern sicher auch leiden. Ja, sicher. Keine Frage. Aber ich kenne noch genauso viele Gegenbeispiele, die genauso unter wirklich krassen Bedingungen sind aufgewachsen und wundervolle Menschen geworden. Ja. Ich glaube, man muss sich bewusst werden, dass man selber die Entscheidung hat. Man muss die Verantwortung über sich selbst übernehmen. Und was mir persönlich extrem hilft, zum Beispiel jetzt auch, oder wenn ich jetzt zum Beispiel aber jemand hat schlechte Laune und jetzt bin ich voll irritiert. Jetzt kann ich in meine Koko. Was habe ich gelernt mit dem Umgehen? Ich spreche das an. Ich sage dem Mensch, du hörst mal, du hast gerade irgendwie eine schlechte Laune und ich habe das Gefühl, es liegt an mir. Kannst du mir, also, kannst du mir sagen, ist es irgendetwas, was ich gemacht habe oder nicht? Mhm. Und dann ist das wie in unserem Raum. Das ist schön. Und dann kann ich das loslassen und dann kann ich mit dem umgehen und dann kann ich nachher für denen da sein, ohne die ganze Zeit bei mir zu suchen. Mhm. Du bist ja mehr bei ihm und nicht bei dir, ja, genau. Ja, darüber reden ist egal, was man hat, unglaublich wichtig. Reden ist Gold. Reden ist Gold, wirklich. Ich habe gemerkt, weißt du, ich meine, wir Frauen kennen das viel, dass man irgendwann im Monat ist man einfach schlecht gelaunt. Und das kenne ich euch. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel meiner Band einfach ganz klar sage. Da sage ich einfach, Leute, es tut mir leid, heute bin ich einfach grantig. Und das ist das wie, das ist das schon aufgelegt. Transparenz das ist einfach auch, oder? Genau. Dass sie nicht das Gefühl haben, es liegt an uns. Jetzt ist sie hässlich, mit dem Ton nicht schön gespielt. Ja, das ist ja dann immer irgendwie... Total. Ja, wenn du damit mit seinen Schwächen einfach ganz offen umgehst. Ich finde, das ist... Also das wäre mein Tipp an alle. Einfach... offen sein. Das sind keine Schwächen, das ist nichts Schlimmes. Das ist alles gut. Aber es macht auch verletzlich. Aber eben, das sehe ich eben anders. Ich finde aber nicht, es macht viel stärker. Wenn ich dir sage, so geht es mir, dann bin ich nicht mehr verletzlich. Dann weißt du es ja. Wie will man denn jetzt wissen? Mhm. Also weißt du, ich sehe es wie, ich weiß genau, was du meinst, weil das ist die grosse Angst, dass man sich verletzlich macht. Aber ich sehe das eben als genau das Gegenteil. Wenn ich, mit dem Wissen komme, kann mich niemand mehr verletzen. Mhm. Das glaube ich. Es ist wie so bei, gibt Leute, die so das Gefühl haben, man müsste ein bisschen cool sein. Und ich finde immer so, ich bin der uncoolste Moment Mensch auf dieser Welt. Das ist einfach voll okay für mich. High five! Ja, nein, es ist wirklich so. Wieso soll man denn cool sein? Wem bringt denn etwas, wenn ich jetzt eine coole Person bin? Ich höre auch nicht coole Musik von den Leuten, ich habe kein cooles Zuhause. Aber für mich stimmt es mega. Ich muss nicht an dem arbeiten. Ich finde es so unglaublich anstrengend, müssen cool zu sein. Und wenn du es weißt, dass du einfach uncool bist, also uncool, für mich stimmt es, aber cool ist für mich nie ein Ziel gewesen. Nie. Und der DJ Bob hat mal in einem Interview gesagt, ja, du gehörst jetzt auch nicht zu den Coolen. Er sagte, weißt du was, ich bin von Grund auf uncool und es ist so okay. Und es ist so schön. Es nimmt so jeglichen Druck raus. Das stimmt. Das mir geht es genau gleich. Ich finde auch, ich bin so der uncoolste Mensch auf dem Planeten. Ich finde das so herrlich. Weißt du, wenn wir sagen, was sind denn deine Hobbys? Ja, lesen und wandern. Ja, eben. Ja? Ich auch wandern. Okay. Das ist super. Und Büssi und Familie und Nachbarn und so. Ja, hey, ich habe am 7. leider Sendung. Entschuldigung, ich habe nicht voll. Nein, ich könnte mit dir noch stundenlang reden. Instagram macht sowieso nach einer Stunde, hackt es einfach ab. Das ist sehr, sehr unfreundlich. Oh, lass mal, der Jake ist da, der Jake Isaac.
Ist das der richtige Jake Isaac? Das ist der richtige I am Jake wow. Isaac. Oh. Wow! Hello, love! So gut! So schön! Hey, wir hören auf mit, was wünschst du dir oder was hast du für eine Frage an Toto? Weil der Toto ist morgen im Livestream. Ich muss dir allerdings sagen, er hat heute schon ein Interview verpasst bei SRF3. Ich bin nicht sicher, ob er morgen um 6 Uhr dabei ist. Aber für das liebe ich den Toto. Du weißt es nie. Es ist immer voller Überraschungen. Ja, genau. Falls er jetzt morgen um 6 Uhr dran denkt und da ist, was soll ich ihm für eine Frage weitergeben? Ja, ich bin sehr am Hin und Her. Tatsächlich, weil ich jetzt zum Beispiel eben angefangen Gitarre spielen, so ein langersehendes Ziel von mir. Mich würde gerne interessieren, ob es euch so etwas gibt, was der Dodo wie so, die Zeit wie so neu, so ein Projekt, das er wie so jetzt in Angriff hat genommen. Das würde mich auch interessieren. Mhm. Also etwas, was nichts mit Musik zu tun hat für ihn. Weil also, Gitarre spielen ist für mich lustigerweise jetzt gerade auch nicht Musik. Es ist wirklich einfach üben. Ja, okay, aber es wird Musik. Es hat schon mit Musik zu tun. Es wird hoffentlich dann mal Musik. Genau. Für alle, die es geschrieben haben, wegen dem Gesprächsspeicher und so, das wird irgendwann mal auf YouTube kommen, aber noch nicht sofort. Und es ist 24 Stunden zu sehen. Außer du hast etwas dagegen. Nein, ich bin völlig entspannt. Das ist schön. Hey, Steffi, danke viel mal auch für deine Message. Ich finde, man kann dir nicht genug Plattform geben, damit du das kannst sagen, weil es ist, ich finde es extrem berührend und auch extrem wichtig, in dieser Zeit aber auch sonst, dass du genau die Sachen so kannst ansprechen kannst. Und so uncool kannst du sein und trotzdem so cool. Wir sind doch die uncoolsten Coolen auf dem Planeten. Genau. Danke vielmals und danke alles dir, Gute, Steffi. Danke vielmals. Nur Liebe für dich. A bientôt. A bientôt. Tschüss.